Hey Leute, sind wir mal ehrlich, Agentenfilme wie etwa James Bond sind unfassbar cool. Wir zeigen euch heute daher die 5 besten Agentenfilme, welche ihr derzeit auf Netflix sehen könnt. Viel Spaß beim Video! Platz 5 der besten Agentenfilme auf Netflix geht an Salt aus dem Jahr 2010. Angelina Jolie als weibliche Superagentin. Die von Jolie gespielte Evelyn Salt genießt in den eigenen Reihen einen exzellenten Ruf als eine der besten Agentinnen des CIA. Niemand würde ihre Integrität in Frage stellen. Doch dann erzählt ein russischer Überläufer bei einer Vernehmung, die Salt selber führt, von einer Schläferagentin namens Evelyn Salt, die den russischen Präsidenten bei einem Staatsbesuch in den USA töten soll. Plötzlich gerät Salt ins Visier der eigenen Leute. Um ihre Familie zu schützen, entzieht sie sich der Festnahme und taucht unter. Es beginnt ein spektakuläres Rennen gegen die Zeit, um ihre Unschuld zu beweisen. Unser 4. Platz geht an The Kingsman: The Secret Service aus dem Jahr 2014. Bei dieser schrägen Comic-Verfilmung kommen weder Action noch Humor zu kurz. Der jugendliche Underdog Axie wird vom britischen Gentleman-Agenten Harry Hart als Rekrut bei der geheimen Organisation The Kingsman trainiert. Gleichzeitig tüftelt der exzentrische Milliardär Richmond Valentine an einem teuflischen Plan, das Problem der Überbevölkerung des Planeten zu lösen. Alles läuft wie ein Showdown zwischen den noblen Kingsmen und den größenwahnsinnigen Milliardär hinaus. So und nicht anders sollte James Bond eigentlich sein. Zumindest waren die alten 007-Filme ähnlich temporeiche Fantasy-Spektakel. Die Bronzemedaille geht an Codename Uncle. Auch diese Agentenfilmparodie von Regisseur Guy Ritchie lässt die Tradition alter Bond-Filme aufleben. Mitte der 60er Jahre sind der CIA-Superspion Napoleon Solo und sein sowjetischer KGB-Kontrapart Ilya Kurkain zur Zusammenarbeit gezwungen. Nur so kann verhindert werden, dass ein dubioses Verbrechersyndikat mit Nazi-Connections in den Besitz einer Atombombe kommt. Um einen verwundeten Wissenschaftler zu finden, sind die Agenten auf die Hilfe seiner Tochter Gabby Teller angewiesen. Die Spur führt nach Italien. Falls dir das Video bis hierhin gefällt, würden wir uns schon jetzt über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank! Der 2. Platz geht an den Film Red, Retired Extremely Dangerous. Oder Älter, Härter, Besser. Beides trifft auf den CIA-Agenten im Ruhestand Frank Moses zu. Als eines Nachts ein Killerkommando in sein Haus eindringt, um ihn zu töten, kann er die Angreifer ausschalten und fliehen. Allerdings sorgt er sich nun um die Sicherheit von Sarah, mit der er immer telefoniert hat. Er taucht in der Wohnung der jungen Frau auf, die er noch nie vorher persönlich getroffen hat. Da Sarah ihm nicht glaubt, muss er sie zu ihrer eigenen Sicherheit entführen und mit ihr nun im Schlepptau herausfinden, wer hinter der Attacke auf ihn steckt. Und der beste Agentenfilm auf Netflix heißt Mission Impossible Rough Nation. Hunt. Ethan Hunt. Der Mann ist mittlerweile das US-amerikanische Pendant zu James Bond. Allerdings ist man in diesem Fall mit einem Amazon Prime Abo wesentlich besser dran als mit Netflix. Mit Ausnahme von Rough Nation sind dort alle anderen Mission Impossible Filme zu sehen. Inklusive zu dem neuesten Teil Fallout. Unten in der Videobeschreibung haben wir einen Link. Dort könnt ihr 30 Tage Amazon Prime Video kostenlos testen. Checkt's auf jeden Fall mal aus. Netflix hat hingegen nur den 4. Teil Phantom Protocol und eben den vorletzten und 5. Teil Rough Nation im Programm. Beide Agentenfilme sind sehenswerte Spionage-Thriller mit spektakulären Action-Szenen. Was ist euer Lieblingsagentenfilm? Schreibt's uns wie immer gerne in die Kommentare. Das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Eure Jungs von Tägliches Wissen.